und steigen auch gleich wieder ein. Ja, was ist jetzt mit ihm? So. Geht zu. Meine Fresse. Jetzt ist es zum Regnen aufgehört. Eppa! Kollege, auf geht's! Ne, doch nicht. Sieht zwar nicht nach Regen aus, aber es regnet angeblich. Zu glauben. Da ist er! Weiter geht's! Jetzt kriege ich aber die Krise. Sodala. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Jungs uns zu sagen haben. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Dann sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Warum muss ich Fatih immer hinterherlaufen? Ja, wechselnde Methoden. Mission beendet. Mit halb erfüllter Sync. Jo. Schauen wir mal auf die Karte. Wo ist Fadi diesmal? Fadi ist... wieder am anderen Ende. Pfosten. Ja gut, da können wir eine Schnellreise hinmachen. Wollen wir hier noch irgendwelche Aufgaben erledigen? Befragungsmission. Ah, halt, das sind wir. Drucker. Befragungsmission. Einmal nach Seiten. Ach, fliegen die auch noch rum. Gehen wir mal da lang. Ich glaube, wir sollten zum Drucker gehen. Hilfe, um die Ernte einzubringen. Komm, geh da rauf. Komm runter, los. Jetzt spinnst du runter. Ja, bin ja schon unten. Wo war denn jetzt der Drucker? Hier war er irgendwo. Da? Nein. Aber hier. So. Komm, Spezi. Mach was für mich. Hallo? Wieso kann ich mit dem nicht mehr interagieren? Ach Mensch.
Du musst es sein. Ich warte schon so lange. Ich weiß, wer die Verräter sind. Und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Ah, okay. Für Arbeit oder Freizeit, die halten euch kühl an heißen Tagen. Meine Süße, ich tue alles in meiner Macht. Du da, halt! Beschützt mich! Die bringen mich um! Oh Mann! Es reicht mir schon wieder. Yeah! Häuserflucht! Häuserflucht! Bam! Das war jetzt Zufall, dass die Tür offen war. Ach Gott, jetzt sitzt... Und hinunter mit dir. Gehen wir mal hier lang. Ah, jetzt ist das Knacken auch wieder aus dem Headset. Ja, geh halt auf. Oh Mann, da oben sind auch so viele unterwegs. Aber wen juckt's? Wir fetzen hier einfach mal durch. Ja, mach das. Wir sprinten hier weiter durch. Und da haben wir doch wen entdeckt. Den wir uns jetzt packen. Attentatserie unterbrochen. Der Schweinehund. Ja, dein Kollegen kriegst du.
für dich. So, so. Das ist jetzt der Fuzzi, den ich echt eigentlich umgelegt habe. Ich hab dich verlassen, arme Seele. Der lag doch hier eigentlich. Wo ist der Leichenwagen, wenn man ihn braucht? Ihr Plünderer wird euch als Handwerk legen. Ah, wat? Jeder braucht doch ein bisschen Geld. So. Bisschen plündern. Ach, haltet die Schnauze. Sollt doch froh sein, dass ich euch die Jungs vom Hals halte. Komm schon, Dolly. Wir müssen los. So. Also dann. Wir müssen doch hier endlich mal rauskommen, ey. Ach, ich bin doch ein Depp. Was mache ich denn da? Warum laufe ich denn hier eigentlich durch? Das ist mal wieder typisch von mir. Halt, falscher Stick. Wir können doch eine schnelle Reise machen. Ach, Leute, sorry, sorry. Boah, kämpfen werde ich langsam immer besser. Muss ich jetzt so sagen. Empfinde ich zumindest so. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Aber ich denke. Ja, du. Bin ich jetzt so. Umdrehen, durchgehen. Depp. Ja, ich. Sitzt. Connor. Ja, die Loading Screens, die dauern immer eine Zeit. Da braucht man schon echt Geduld, hey. Würde mich interessieren, ob. Oh, ich muss meinen Freund mal fragen. Der hat sich auf PC geholt. Ob es da schneller lädt. Mit entsprechender Hardware. So. Hallo, Hotte. Auf der Wii U, das habe ich letztens gesehen, da waren die Ladezeiten gleich. Oh, ihr Motherfucker! Wieso reitest du jetzt eigentlich langsam an, der dumme Gaul? Oh, fuck you, dummes Mistviech. Ich habe jetzt keinen Bock, mich hier wieder mit euch zu prügeln. Immer wieder diese Schlägereien. Ich bin langsam leid. Oh! Na, jetzt muss die Kuh vor mir aufstehen. Hier. Eieiei. Wie weit ist es denn noch, Papa Schlumpf? Ja, genau. In den kleinen. Das Rinnsal hechtet er jetzt rein. Eieiei. Thank you.
hier schlagen uns, dann gehen wir hier einfach mal durch. Obwohl, wir könnten mal schauen, geht da eine Schnellreise zur Quest hin. Nee, leider nicht. Aber es ist nicht mehr so weit. Da fetzt man jetzt noch runter. Bäume gesprintet. Zur Abwechslung. Da wieder ein bisschen Fight Action. Spezie. Habt ihr was gesagt? Oh! Da ist ja noch einer. So, der Kass hat sich auch ein bisschen für die Jungs. Ey. War das nicht das Dorf, wo wir gedingst haben, da Papi geholfen haben? Oh. Ah. 250 Meter noch, die reißen wir doch locker runter. Sieht man nach einem Schlachtfeld aus, einem ehemaligen. Aber wir waren ja hier überall schon mal. Und da ist unser Ziel. Ein Unruhestifter, die Wache. Da steht er ja, Fatih. So, Sagan. Missbraucht das Vertrauen. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Ja. Aber ganz dringend. Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird, unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten.
Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir, dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand. Doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Harte, aber wahre Worte. Den alten Primärwald erreichen und nicht den Boden berühren. Okay, das heißt, wir dürfen nicht vom Pferd fallen. Aber wir machen hier einen kleinen Break und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Medasum. Für dich.